motherfuckers. Get ugly. Diddly 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 diddly. Diddly 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 diddly. Yo Leute, lehnt euch jetzt erstmal entspannt zurück. Ich zocke eine gediegene Runde Battlefield 1 und wollte einfach mal meine Meinung zu dem Game abgeben. Und da würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Zuerst einmal fand ich es vollkommen korrekt, dass sie eine Open Beta herausgepimmelt haben, wie es Infinite Warfare bei der ersten Beta oder bei den ersten zwei Tagen nicht getan hat, weil man da halt einen Code brauchte. Und auf jeden Fall, weiterhin war es geil, dass die Beta eine Woche lang ging. Und wie gesagt, nicht wie bei Infinity Warfare, die zwei Tage geht, dann wieder zwei Tage Pause und dann nochmal zwei Tage geht. Das ist ein bisschen scheiße, ein bisschen Abfuck. Deswegen dafür schon mal ein Pluspunkt für Battlefield. Und weiterhin kommen wir dann mal zu den Waffen, würde ich sagen. Ich muss sagen, es sind zwei komplett unterschiedliche Spiele. Das eine spielt in der Vergangenheit, das andere in der Zukunft. Und so auch die Waffen, denn die Waffen lassen sich nicht vergleichen mit den Waffen aus Infinity Warfare. Hier schießt man mit guten Patronen, die guten alten Patronen, und in Infinity Warfare schießt man einfach mit Laserwaffen. Schon allgemein der gesamte Spielaufbau von Battlefield 1 gefällt mir sehr gut. Die Karten, das Movement und die Waffen sind 1A. Weiterhin muss ich sagen, finde ich die Grafik so heftig interessant, weil ihr müsst euch einfach mal umgucken, es ist so eine Hammergrafik. Und falls ihr schon die Dschungelmap gespielt habt, die soll nochmal um einiges besser sein. Weiterhin muss ich sagen, dass mir der Spielaufbau mit diesen Fahrzeugen richtig gut gefällt. Also, dass man hier so Panzer fahren kann, Flugzeuge fliegen kann und Pferde reiten, das ist 1A, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist es auch noch geil, dass die Lobbys so groß sind. Na gut, sie sind auf jeden Fall an die Maps angepasst. Auf jeden Fall, ein Spiel hat nicht nur positive Seiten, auch Battlefield hat negative Seiten. Und zwar ist mir bis jetzt aufgefallen, in den ersten zwei Runden, die ich bis jetzt gezockt habe, dass ich schon das ein oder andere Mal gespawntrapped wurde. Und auf einigen Maps gibt es dann auf jeden Fall noch so eine paar Specials, dass man, sag ich mal, ein großes Schlachtschiff spielen kann oder wie auf der Wüstenmap ein Zug fahren kann. Oder zumindest man kann im Zug drinnen sitzen und der fährt von alleine. Das ist richtig nice. Das Spannende auf jeden Fall an Battlefield 1 ist, dass man, wenn man im Spiel spielt, müsste man sich schon mal absprechen. Weil wenn man alleine in einer Lobby ist, kannst du nicht mit deinem Team reden. Und hier ist Teamplay einfach das A und O. Naja, auf jeden Fall ist das meine kleine Meinung zu Battlefield 1. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es doch mit einer positiven Bewertung zurück. Sagt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut da rein. Ciao.